Sie skandieren deutscher Sozialismus, tragen Uniformen, eröffnen bundesweit Stützpunkte. Rechtsextremisten des dritten Weges. Wenn ich sage, ich bin stolz, deutsch zu sein, heißt klein, ihr seid ja Nazis. Und da muss ich sagen, ich bin bekennender Nazi. Ihr Profil? Sozial. Volksküche für die Armen. Ihre Ideologie? Brandgefährlich. Das ist der nationale Sozialismus. Das ist jene Kraft, die die Gemeinschaft des Volkes als höchstes Gut ansieht und deren Wohl als schützenswert. Der dritte Weg. Innenansichten einer verfassungsfeindlichen Bewegung. Ich denke, das System, was wir jetzt momentan vorfinden, ist nicht reformierbar. Es muss komplett neu geordnet werden. Wer sind die Macher des dritten Weges? Was sind ihre Ziele? Es ist ein Stück deutsche Erde. Und wir als Nationalisten sehen darin keinen Grund, hier nur einen Millimeter aufzugeben. Plauen im sächsischen Vogtlandkreis. Hier hat die neonazistische Partei Der Dritte Weg einen Stützpunkt. Laut Verfassungsschutz eine militante und aufstrebende Organisation. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Matthias Fischer ist ein organisationserfahrener Rechtsextremist. Er kandidierte schon für die NPD zu den Bundestagswahlen, gehörte zu den Organisatoren inzwischen verbotener Neonazi-Strukturen wie dem Freien Netz Süd. Das Revolutionäre ist bei uns halt, dass wir sagen, wir wollen eine grundsätzliche, ganzheitliche Veränderung des Systems. Also wir wollen nicht kosmetisch eingreifen hier, sondern wir sehen, dass eigentlich das Grundübel das Wirtschaftssystem schon ist, der Kapitalismus, den bekämpfen wir. Den setzen wir halt unsere Alternative von dem deutschen Sozialismus entgegen. Und das, was wir im Großen täglich auf der Straße einfordern, ist das, was wir aber schon im Kleinen versuchen zu leben. Und das ist eben die Gemeinschaft unter uns Deutschen. Und deutsch sein ist beim dritten Weg keine Frage des Personalausweises, wie es das Gesetz vorsieht, sondern ein Privileg der Abstammung. Es geht um deutsches Blut und deutsche Sitten. Deutsch ist für mich auf jeden Fall noch ein Abstammungsprinzip, der deutsche Eltern hat. Das ist für uns als Partei eine ganz klare Sache. Und ich denke einfach, dass das eine Schicksalsgemeinschaft ist, die über das Territorium, was uns halt schon seit mehreren tausend Jahren zur Verfügung steht, natürlich wechselhaft, aber ist es halt eben ein Schlag von Menschen, der sich dort entwickelt hat, aus einem Genpool heraus, wie das natürlich mit anderen Völkern ebenfalls so ist. Und den gilt es in unseren Augen natürlich zu erhalten. Die Gruppe Matthias Fischers weiß, wie schwer die völkische Ideologie angesichts der Geschichte der nationalsozialistischen Diktatur zu vermitteln ist. Aus diesem Grunde setzt Fischers Organisation auf eine durchdachte Strategie, präsentiert ein regelrechtes Sozialprogramm für Anwohner. Hier in Plauen organisieren die neuen Nationalsozialisten unter anderem jeden Freitag ein Frauenfrühstück. Und das wird von der Bevölkerung angenommen. Schülerinnen, Mütter, aber auch Rentnerinnen nutzen den gemeinsamen Plausch. Allgegenwärtig die Parteipropaganda. Doch warum besuchen Bürgerinnen die Angebote des dritten Weges? Gehen Sie mal irgendwo Frühstück essen in einem Hotel, da bezahlen Sie mal 10 Euro. Na, und selbst in diesen Frühstücksstuben, also das kann sich eigentlich ein Normalo nicht mehr leisten. Was ich gut finde, ist dieses Gemeinschaft, wie hier frühstücken, so was nicht alles. Das ist das. Ich bin alleine und das ist das, was mir gut tut, dass ich mal herkomme und unterhalten oder mal irgendwie. Und das gefällt mir. Das heißt nicht, dass ich nur nehme. Nein, nein. Aber diese Geselligkeit und das ist, wenn man wirklich alleine ist, das tut gut. Stützpunkte sind im Grunde genommen die Herzkammern unserer Partei, weil die zum Aufbau auch der Basis eben vorhanden sind und strukturiert sind. Hier treffen sich die Mitglieder, hier tauscht man sich mit Interessenten aus und hier findet auch im Großen und Ganzen neben der politischen Arbeit auch die Gemeinschaftsarbeit statt. Hier tut man sich kennenlernen, hier bespricht man Alltagssorgen und lässt die dann aber auch einfließen in die politische Arbeit. Kaffee und Kuchen zum Nulltarif. Es sind besonders alleinstehende ältere Damen, die sich über den gedeckten Tisch freuen, die hier politisch diskutieren. Und das, was so gesprochen wird, dürfte Fischer und den Organisatoren vor Ort recht gut gefallen.
dass wir auch jeder dieselbe Gesinnung haben. Ne? Darum geht es ja hauptsächlich, dass man sich hier und hier nicht gegenseitig zerfleischt, weil man halt unterschiedliche Meinungen hat. Ne? Dass man hier das sagen kann, was man denkt. Ich fühle mich hier gut aufgehoben, habe aber mit meiner Familie Knatsch, weil du bist Nazi und was nicht alles. Dann habe ich gesagt, lieber Nazi als wie gar nicht. Wenn ich sage, ich bin stolz, deutsch zu sein, heißt klein, ihr seid ja Nazis. Und da muss ich sagen, ich bin bekennender Nazi. Ich bin nett, ich bin anständig, ich bin zivilisiert, ich bin intelligent interessiert, wer mit intelligent nicht klarkommt. N-A-Z-I. Ich bin stolzer Nazi 2020. Hier im Stützpunkt können Sie so etwas laut formulieren. Für Rechtsextremisten wertvolle kleine Etappensiege auf dem angestrebten Weg in die Gesellschaft. Ihr Ziel, eine identitäre Gegenwelt etablieren. Orte schaffen, an denen völkische Kultur zum Alltag wird. Und das von klein auf. Man sieht es ja, die Eltern, die gehen meistens nur noch arbeiten, die können gar nichts mehr weitervermitteln. Die Kinder sind im 24-Stunden-Hort, Kindergarten, keine Ahnung. Tag-Nacht-Betreuung, Tagesmütter werden gesucht. Warum? Weil die Frau mit einem Jahr schon wieder bloggern muss, am besten im Drei-Schicht-System. Und was willst du denn da für Werte vermitteln? Was soll denn da für eine Tradition leben, wenn die Mama am Weihnachten arbeiten geht, statt mit der Familie mal da zu sitzen, zu singen, was ganz Schlichtes, ne? Oder mal ein Buch abends vorlesen, wie denn? Die Mama schläft ja selber nach drei Sätzen ein. Neben dem Frauenfrühstück setzt der dritte Weg auch auf eine Kleiderkammer. Viele aus der Region spenden hier gleich säckeweise. Sozial schwache Familien bekommen Kleidung und Spielzeug. Wieder alles gratis. Ein Angebot selbstverständlich wie alles im Stützpunkt, nur für Deutsche. Die Rechtsextremisten arbeiten an ihrem Image als sozialer Faktor in der Region. Ist Familie. Man kann sich austauschen. Ja, wenn man halt Probleme mit den Kindern hat oder irgendwelche Sorgen oder irgendwas, da kann man sich halt zu den anderen älteren Menschen mitwenden und kann halt auch mit fragen. Oder wenn man zum Beispiel mal kein Babysitter hat oder irgendwas und mal ganz schnell weg muss, da kann man auch mal sagen, kannst du mal kurz aufpassen. Na, den vertraut man ja die Kinder an. Toni Gentsch freut sich über dieses Vertrauen. Der Sektionsleiter des Dritten Weges in Plauen gibt Nachhilfe für Kinder. Früher war Gentsch in der rechten Skinhead-Bewegung aktiv, galt als einer der Köpfe der sogenannten freien nationalsozialistischen Strukturen. Heute setzt er auf rechte Graswurzelarbeit, hilft Schülern im Unterrichtsfach Deutsch. Wir bieten kostenlose Schülerhilfe an, das heißt quasi, wir tun den Kindern Hausaufgaben helfen oder eben... Bei ihm ist es so, dass er eben in Deutsch ein bisschen Probleme hat, also braucht er ein bisschen Nachhilfe. Und das machen wir hier kostenlos, tun wir das anbieten. Die Strategie des Dritten Weges ist nicht neu. Wie einst die NSDAP setzt sie auf soziale Angebote für ausgesuchte Teile der Bevölkerung. In strukturschwachen Regionen wie dem Vogtland haben es Rechtsextremisten wie Toni Gentsch geschafft, ihre Partei als soziale Kraft bekannt zu machen. Ihr beide wollt essen? Mein Mann hat gesagt, wir müssen. Nee, alles gut. Dann nächste Woche. Alles gut. Nee, ist kostenlos. Kostenlos. Naja, die Jury soll was aus. Warte mal, du. Dann erst das mal. Schau mal, schmeckt's. Schmeckt's? Gemeinschaft schreiben wir ganz groß. Ja, wir haben ja drei Wege quasi. Einmal den politischen Kampf, einmal den kulturellen Kampf und eben auch den Kampf um die Gemeinschaft. Und das ist natürlich auch ein Beitrag, klar. Die Leute kommen hier zusammen, die lernen sich hier kennen durch die Kleiderkammer, durch das Frauenfrühstück oder eben durch solche Angebote, tauschen sich aus, unterstützen sich gegenseitig. Und wir freuen uns darüber, dass wir so ein Angebot schaffen konnten mit den Räumlichkeiten hier. Und ja, ganz klar, Gemeinschaft steht bei uns mit an erster Stelle, ja. In Düsseldorf ist der Sitz des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen. Hier beobachtet der Inlandsgeheimdienst die Partei Der Dritte Weg. Die Einordnung durch den Leiter des Verfassungsschutzes Burkhard Freier ist eindeutig. Die Partei Der Dritte Weg ist deswegen aus unserer Sicht rechtsextremistisch und zwar sehr fest ideologisch rechtsextremistisch, weil sie eine Ideologie hat wie die NSDAP, ein völkisches Gedankengut mit dem Ausgrenzen von Minderheiten oder Andersdenkenden.
In ihrem Verhalten ist sie angelehnt an die NSDAP durch Fackelmärsche, durch uniformähnliches Auftreten, aber auch durch Aktionen wie Wanderungen oder kulturelle Angebote, die ein Ziel haben, nämlich die eigene Gemeinschaft zu binden, andere auszugrenzen. Bisher waren sie vor allem in Ostdeutschland aktiv. Julian Bender will, dass die Partei auch im Westen Fuß fasst. Siegen im Dreiländereck Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Eine Kreisstadt mit einem hohen Migrationsanteil. Hier möchte Julian Bender seine Partei stärker machen. Der 28-jährige Angestellte ist beim dritten Weg der sogenannte Gebietsleiter West. Der 5. Juli ist für ihn ein ganz besonderer Tag. Spitzen der Partei wie Matthias Fischer sind gekommen. Sie stehen vor dem ersten Stützpunkt in den alten Bundesländern. Wir werden heute unser Partei- und Bürgerbüro hier in Siegen eröffnen. Wir befinden uns hier in Nordrhein-Westfalen, im südlichsten Teil davon. Und es ist für uns als Partei natürlich ein enormer Fortschritt, jetzt auch in Westdeutschland, was ja eher als schwieriges Arbeitsgebiet für radikale nationale Politik gilt, eben einen festen Anlaufpunkt zu bieten für unsere Mitglieder, für jegliche nationalen Kräfte und natürlich auch für jeden deutschen Landsmann oder Landfrau, die eben auch noch Deutsche sein wollen, hier endlich eine Räumlichkeit zu bieten, wo sie sich drin wiederfinden können. In Siegen ein Ereignis. Kurz nach dem Beginn der Vorbereitungen kommen auch politische Gegner des dritten Weges, die Bilder machen, das rechte Treiben dokumentieren. Innen eine letzte Besprechung, bevor die geladenen Gäste zur Neueröffnung kommen. Für Julian Bender und Matthias Fischer ist das Büro ein Meilenstein. Ich finde die Deutschen kaum noch, die verstecken sich richtig in ihren Wohnungen. Und ich weiß halt durch Bekannte halt, dass da durchaus welche sind, Deutsche noch sind, die auch unsere Hilfe benötigen. Und sicherlich ist es wahrscheinlich vom Gefahrengemenge ein bisschen anders, ist ganz klar. Wir haben in Westdeutschland eine erheblich höhere Überfremdung, als wir sie momentan in Mitteldeutschland beobachten können und erleben können. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Stück deutsche Erde. Und wir als Nationalisten sehen darin keinen Grund, hier nur einen Millimeter aufzugeben. Und das bedroht natürlich uns auf eine biologische Art und Weise, dass wir auch von einem Volkstod sprechen können, dass der Deutsche immer weniger Nachwuchs ranbringt, aber bei gleichzeitig dieser enormen Masseneinwanderung ja schon eher zu einem sterbenden Volk verkommt. In Siegen die gleiche Strategie wie in Sachsen. Säckeweise Kleidung zum Verschenken. Natürlich nur für bedürftige Deutsche. Dazu gibt es eine Tiertafel. Gratis Hundefutter für Bedürftige. Finanziert wird die Aktivität des Dritten Weges von privaten Spendern. Neben den Mitgliedsbeiträgen die wichtigste Einnahmequelle. Ihre Rolle definieren sie traditionell wie Michaela. Ihren Nachnamen verrät sie nicht. Hier in Siegen hat sie noch einiges vor. Eventuell werden wir auch ein wenig Handwerkliches oder Handarbeiten machen. Viele junge Frauen heutzutage, die können das nicht mehr. Die haben dieses Wissen, diese Fähigkeiten schon verloren. Und das ist natürlich sehr schade. Das gehört natürlich auch irgendwie dazu, dass man sich auch handwerklich oder ja, natürlich auch in der Hauswirtschaft, dass man da Fähigkeiten erlernt. Und das möchte ich persönlich auch gerne wieder erreichen, dass die jungen Frauen von heute wieder zum Beispiel nähen lernen. Ich werde hier vielleicht einen Nähkreis machen. Ja. Dann wird es offiziell. Zahlreiche Rechtsextremisten sind gekommen. Ein Beleg für die Warnung des Verfassungsschutzes. Die Behörde zählt die 2013 gegründete Partei zu den expandierenden rechtsextremen Gruppen. Inzwischen soll sie knapp 600 Mitglieder haben. Kaiserslautern. Der dritte Weg mobilisiert zu einer öffentlichen Kundgebung. Treibende Kraft ist wieder der 28-jährige Julian Bender, der sich an diesem Tag auch um Aufbau und Organisation kümmert. Hier in Rheinland-Pfalz hat seine Partei einen festen Mitgliederstamm. Darunter Skinheads, Hooligans, aber auch unauffällige Bürgerinnen und Bürger, darunter viele Frauen. Und auch der Vorsitzende des Dritten Weges, Klaus Armstroff, lebt hier. Jahrelang war er Mitglied der NPD, bis ihm selbst die Nationaldemokraten zu zahm wurden.
Jetzt setzt er auf seine eigene revolutionäre Bewegung. Für viele in der Region ist die Aktivität des Dritten Weges eine politische Kampfansage. In der Nacht zum 2. Juni setzen Extremisten von links das Auto Armstroffs in Brand. Es ist eine von vielen Attacken zwischen militanten Antifaschisten und gewaltbereiten Neonazis. An diesem Tag präsentiert Julian Bender seine Partei als Opfer. Der Brandanschlag auch eine willkommene Gelegenheit, um gegen die politischen Gegner zu agitieren. Liebe Landsleute, die Partei Der Dritte Weg ist heute hier nach Kaiserslautern gekommen unter dem Thema Antifa-Terror entgegentreten. Die Linkspartei oder die Grünen, allesamt sind sie Verräterparteien und sie bieten diesen antideutschen Gesindel, Linksextremisten, einen Nährboden für ihre Arbeit. Denn es wird ihnen auch in der Bundesrepublik sehr attraktiv gestaltet, volkstreue Deutsche anzugreifen, ihr Eigentum zu beschädigen. Auch die Adressaten der Rede sind nicht fern. Denn wann immer der Dritte Weg auftritt, gibt es Proteste. An diesem Tag in Kaiserslautern ein buntes Bündnis aus Linksextremisten, aber auch besorgten Bürgern. Der Dritte Weg polarisiert und provoziert. Nur wenige Gruppen präsentieren so offen ihre völkische Gesinnung. Ja, liebe Landsleute, heute rufen wir in den Straßen von Kaiserslautern fürs Vaterland, fürs Volk, für die Heimat. Unsere Forderung lautet: Deutscher Sozialismus! Deutscher Sozialismus! Deutscher Sozialismus! Es sind oft dieselben Gesichter. Auch Michaela vom Siegener Stützpunkt ist gekommen, diesmal als Rednerin. In der heutigen individualisierten Konsum- und Spaßgesellschaft vergisst der Mensch zunehmend seine Wurzeln. Oftmals zur Gemeinschaft gar nicht mehr fähig, da sie durch den egoistischen Zeitgeist aberzogen wurde, verbringt die Jugend ihre Freizeit lieber vor Bildschirm als unter Gleichgesinnten im Schoß unserer Heimat. Die Kundgebung ist für den Dritten Weg ein propagandistischer Erfolg. Selten marschieren Neonazis in westdeutschen Städten offen auf, erobern öffentlichen Raum. Verboten ist das nicht, auch wenn Aufmärsche der neuen Nationalsozialisten für viele kaum hinnehmbar erscheinen. Sie haben Bewegungsspielraum und das ist das, was man auch akzeptieren muss. Auch rechtsextremistische Parteien und auch wenn sie wie Der Dritte Weg ist, so stark nationalsozialistisch sind, sind, solange sie nicht verboten werden, haben sie die Möglichkeit, eine Versammlung durchzuführen. Sie haben auch die Möglichkeit, Symbole zu zeigen, sofern sie nicht verboten sind. Sie haben die Möglichkeit, ihre Meinung, auch wenn sie noch so demokratiefeindlich ist, zu sagen. Und erst wenn die Grenzen des Strafrechts überschritten sind, können die Behörden einwirken. Die Uckermark, die Seenlandschaft Brandenburgs, einige Wochen später. Es ist einer von vielen Plätzen in ganz Deutschland, wo sich Mitglieder des Dritten Weges zusammenfinden, um Kampfsport zu trainieren. Wir sind eingeladen. Treffpunkt ist ein Spiel- und Trainingsplatz. Los! Wieder mit dabei? Der stellvertretende Parteivorsitzende Matthias Fischer. Er überwacht das Konditions- und Kampftraining. Die Arbeitsgruppe innerhalb des Dritten Weges nennt sich Körper und Geist. Wir haben in regelmäßigen Abständen solche Zusammenkünfte. Heute sind wir im Freien aktiv, weil es das Wetter halt hergibt. Und heute wird leichtes Sparring gemacht in Boxen und K1 und ein bisschen Kraftzirkel da noch. Das heißt, ein bisschen Krafttraining machen für die Leute, für Anfänger, die heute auch dabei sind, aber auch schon Leute, die schon fortgeschritten sind. Das wird dann immer so ein bisschen variiert. Und ja, das wird dann hier ungefähr so 1-2 Stunden wird das Training dauern. Links. Kopf zum Knie. Mitte. Rechts. Kopf zum Knie. Weiter.
Das ist für uns als Partei wichtig, dass unsere Mitglieder gesund aufwachsen, damit sie im privaten, aber auch im politischen Dasein eben funktionieren. Und natürlich ist auch noch eine Begründung, dass wir in Großstädten gerade das Problem haben, dass es viele sozialschwache Deutsche gibt, die sich das gar nicht leisten könnten, in ein Fitnessstudio zum Beispiel zu gehen oder in eine Kampfsportschule ihre Kinder zu schicken. Und wir bieten das eben kostenlos an, weil wir es können, und deswegen machen wir es. Maximale Spannung, dann langsam nach hinten absetzen. Was an diesem Nachmittag zählt, ist Härte, Ausdauer, Kampf. Diese Attribute werden in der rechtsextremen Szene großgeschrieben. Auslockern. Der Dritte Weg möchte auch Kampfgemeinschaft sein, nicht nur Partei. Für viele junge Männer der Region ist das attraktiv. Rechts, hoch, auslockern, Sparring. Ich bin eingetreten, weil ich was für meine Heimat tun will. Also ich bin sehr heimatverbunden und ich will eben da auch das Politische natürlich zeigen und entgegen diesen Zeitgeist, den ich eben als sehr zersetzend oder sehr schädlich ansehe, da eben auch Widerstand zu leisten und auch über eine politische Mitgliedschaft, Partei da eben aktiv zu werden. Beim dritten Weg ist Kampfsport wichtig. Denn immer wieder kommt es auch zu handfesten Auseinandersetzungen mit dem politischen Gegner. Das erfordert regelmäßiges Training. Also 2 Minuten, ne? Ja. Zeit. Unter den Teilnehmern sind auch erfahrene Kampfsportler. Seit Jahren nehmen sie an den sogenannten Nibelungenkämpfen teil. So nennen sich Turniere in der rechten Szene, bei denen Aktivisten ihre Kräfte messen. Seit 2013 werden die Sportveranstaltungen bundesweit konspirativ organisiert und locken hunderte Teilnehmer an. Matthias Fischer und seiner Partei dienen die Kampfsportangebote auch der Rekrutierung neuer Mitglieder. Sind wir in einer strukturschwachen Region? Hier gibt es nicht viele Angebote. Und wer sich da nicht selber hilft in irgendeiner Form, der bleibt auf der Strecke. Und wir versuchen halt eben diese Lücken, die da entstanden sind, eben zu schließen mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Netzwerken, die wir aufbauen, auch Leuten, mit denen wir dann immer wieder in Kontakt treten, die uns neue Möglichkeiten eröffnen. Und ja, es wird sehr gut angenommen und, ja, und deswegen entwickelt sich es auch gut. Und so wird geschwitzt, geboxt und gepumpt. Neben Kampfsport bietet die Partei auch Tischtennis, Radfahren und Fußball an. Dazu kommen regelmäßige Wanderungen. Der Verfassungsschutz warnt vor einer langfristigen Strategie. Körper und Geist, das bedeutet, sie wollen sich körperlich stählen, damit sie sich politisch durchsetzen können. Und dazu gehört eben nicht nur, dass sie sich als Kümmererpartei generieren oder mit Leuten helfen wollen, sondern dazu gehört auch Kampfsport in allererster Linie. Und zwar Kampfsport für die eigenen Mitglieder, aber auch für andere, auch zum Beispiel für Kinder. Und dieser Kampfsport wiederum dient darum, sich auch für den Straßenkampf, aber auch für den politischen Kampf zu widmen und damit Stärke und Macht zu generieren. Der dritte Weg expandiert, nutzt Freiräume, bricht Tabus. Wie hier beim sogenannten Tag der Heimattreue Anfang August mitten in Olpe. Ganz offen präsentieren die Rechtsextremisten hier ihre Idee einer anderen Gesellschaftsordnung. Germanenkult, Rassismus und Volksgemeinschaftsdenken. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der Stadt suchen das Gespräch mit den neuen Nationalsozialisten. Versorgen sich mit Informationsmaterial. Und Organisator ist wieder Julian Bender, der im Westen Deutschlands auch für die Propaganda zuständig ist. Fast jedes Wochenende ist er unterwegs. Ein Leben, wie es scheint, für seine Partei. Ja, liebe Landsleute, ein herzliches Willkommen an alle, die hier heute den Weg auf den Kurkölner Platz in Olpe gefunden haben, um gemeinsam mit uns den Tag der Heimattreue zu begehen, um gemeinsam mit uns hier ein Zeichen zu setzen, dass es auch Widerstand hier in Westdeutschland geht. Im tiefsten Westen gibt es auch noch Menschen, die dieses System, die sogenannte Bundesrepublik Deutschland, in ihrer Ausrichtung, mit ihren Zielen und mit ihren Dogmen eben nicht annehmen wollen.
Die Reden, ein Grenzgang zwischen Patriotismus, Konservatismus, aber auch nationalsozialistischer Ideologie. Die Organisatoren wissen, was erlaubt ist, kennen die Grenzen zwischen freier Meinungsäußerung und Volksverhetzung. Und vieles, was hier gesagt wird, ist maximale Provokation gegen das demokratische Deutschland. Es ist einfach der erste sichtbare Gegenpol, dass wir ein Angebot schaffen, ein öffentliches Angebot zu dieser BRD-Gesellschaft, zu den Festen, wo diese Werte, wenn man sie so nennen möchte, der BRD eben gepredigt werden, setzen wir natürlich einen Gegenpol als volkstreue Veranstaltung, wo sich eben die komplette deutsche Familie drin wiederfinden kann. Und während rechtspopulistische Parteien wie die AfD lediglich die Einwanderung begrenzen möchten, klingen die Forderungen von Julian Bender und seinen Gesinnungsfreunden total. Sie kämpfen für einen anderen Staat. Wir sind der Meinung, dass sich nicht nur alleine durch das Justieren von ein paar Schrauben was in diesem System was ändern wird, sondern es muss definitiv eine Neuordnung her. In Olpe gibt es Gegenwehr. Eine Demonstration formiert sich. Es ist ein breites Bündnis gegen den dritten Weg, darunter Vertreter politischer Parteien, der Gewerkschaften und antifaschistischer Gruppen. Die Botschaft ist eindeutig: Kein Raum für Rechtsextremisten in der Stadt. Diese Partei, wenn Sie das Parteiprogramm durchlesen, werden Sie nur noch Nazi-Parolen finden. Ausländer raus, Klimawandel wird bestritten und und. Ja, für mich ist das als Gewerkschafter unerträglich, dass diese Leute hier aufmarschieren können. Und dass sich so viele Leute wehren dagegen, das ist natürlich gut. Das finde ich eine wichtige Sache gegen den dritten Weg. Das ist ganz klar eine rechte Partei. Da finde ich, muss man klar Kante zeigen. Und das tun an diesem Tag hunderte Olpener. Lauter Protest gegen ihre Auftritte. Auch das gehört zum Alltag des dritten Weges. Und hier ist ein Mann aktiv, der aus der linken Szene kommt. Doch das ist lange her. Max Damage, einst ein sozialistischer Liedermacher, auf einer CD bejubelte er Lenin, ließ die linksterroristische Rote Armee-Fraktion hochleben. Inzwischen hat er die Seiten gewechselt und gehört zu den bekanntesten Musikern der rechtsextremen Szene. Sein Stilmittel Hip-Hop, auch wenn das eigentlich so gar nicht deutsche Kultur verkörpert. Rap für den Metzgermeister, dessen Schweinebraten steht in Schulen und Kindergärten nicht mehr auf dem Speiseplan. Zu viele Araber, zu viele Türken sind es. Deutsche Kinder kriegen nur noch Lamm, wie im Dönerimbiss. Rap für die Lehrer in Kreuzberg und Neukölln, Frankfurt und Hamburg, denn sie alle zeugen von Überfremdung, deutschen Hass, machtloser Polizei, korrumpierte Bürgermeister, die machen, dass es so bleibt. Mit seinen fremdenfeindlichen Texten ist Max Damage fast ein Star in der Szene. Sein Merchandise-Material verschenkt er. Seine Texte diffamieren Minderheiten. Das ist Rap für die alten Deutschen, die sich zu Tode ackerten. Für die Frau, für die Kinder, für ein kleines Häuschen, deren Frauen sie dann verlassen haben und jetzt mit illegalen Afrikanern halbschwarze Blagen haben. Rap für die deutschen Jungs, die nicht mal mehr Jungs sein dürfen, nicht mehr bumsen, nicht mehr prügeln, sich nur noch wie Hunde fügen. Dankeschön. Nicht wie Hunde fügen, darum geht es auch beim Kampftraining. Mit einer Einlage werden die Besucher auf kommende Prügeleien vorbereitet. Und dann müsst ihr einfach noch verdachen, einfach müssen ab, wenn der andere sowieso so breitbeinig dasteht, sagt, hey, das ist meine Straße, was machst du da? Ja? Dann optimal, ja, Einladung. Wenn er euch angreift, dann kann man da mal durchziehen. Kann sich dann nach vorne nach hinten lehnen und zieht dann hoch. Da, dass ich mich nach hinten lehne, streck mal deine Faust aus. Ja, richtig ausstrecken. Ja, hier kommt er ran, ich lehne ihn nach hinten. Brauche ich mich gar nicht decken, weil er kommt nicht ran. Hier ist der Soloplexus. Ja? Wenn ich da fest drauf haue, mit der Handkante oder mit der Faust, da kann er sich nicht trainieren. Da kann er die Bauchmuskeltraining machen, wie er will. Haut nicht hin. Der dritte Weg versteht sich längst nicht nur als Partei. Hier expandiert ganz offen eine verfassungsfeindliche Kampfgemeinschaft für die Errichtung eines neuen völkischen Staates. Die Partei, der dritte Weg, strebt eine gerechte Gesellschaftsordnung innerhalb unseres Volkes an.
Eine Gesellschaftsordnung, welche das Volk als Gemeinschaft betrachtet, in der jeder Einzelne seine Aufgabe im Sinne des gesamten Volkes erfüllt, ohne jedoch, dass die Persönlichkeit des Einzelnen unterdrückt wird. Im politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich muss die Losung heißen: Gemeinnutz geht vor Eigennutz, vom Ich zum Wir. Vielen Dank. Gemeinnutz vor Eigennutz. Eine der bekanntesten Formeln des Nationalsozialismus. Nachdem lange die neuen Bundesländer als wichtigste rechte Aufmarschorte galten, scheint sich die Strategie zu ändern. Der Dritte Weg hat den strukturschwachen Westen für sich entdeckt. Den Herrschaften in Olpe, die sich heute wahrscheinlich wieder mit einer Demonstration gegen rechts rühmen werden und wieder versuchen, in irgendeiner Art und Weise über uns zu spotten, auch diesen Herrschaften wird irgendwann auch noch ihr Lachen im Halse stecken bleiben. Und in dem Sinne, fürs Vaterland, fürs Volk, für die Heimat, Dankeschön. Fürs Volk und Vaterland bereit. Viele im Dritten Weg sind schon lange in der rechtsextremen Szene aktiv. Seit 7 Jahren gibt es den Dritten Weg. Was als Projekt militanter Neonazis angefangen hat, ist inzwischen eine der einflussreichsten rechtsextremen Bewegungen Deutschlands. Es scheint gerade die soziale Fassade, die viele sozial schwache Menschen in den Bann der neuen Nazis lockt.